Ja, Frau Büchler, Human Reproduction Reloaded, das klingt danach, als müssten wir reproduktionstechnologische Fragen komplett neu verhandeln. Ja, so ähnlich ist es auch gedacht. Ob, wie und wann wir Kinder haben, das hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, dies wegen sozialpolitischen Verschiebungen und dem medizinischen Fortschritt. Fortpflanzung war lange eine Schicksalsfrage, heute ist sie meist eine persönliche Entscheidung und häufig auch eingebunden in ein Geflecht von technologischen Maßnahmen. Und damit wird sie natürlich auch zur Gestaltung und wir stehen nochmals ganz neu in der Verantwortung. In diesem Zusammenhang ist ja sehr oft auch die Rede von CRISPR-Cas9, von der Genschere, ein Verfahren, das noch nicht klinisch zur Anwendung kommt. Aber in diesem Zusammenhang stellt sich manchmal die Frage, wird es so sein, dass in Zukunft Eltern ihre Kinder genetisch verändern? Ja, solche Szenarien werden tatsächlich gezeichnet. Ich zweifle daran. Aber es ist natürlich so, dass die genetische Diagnostik immer tiefer in die Reproduktion vordringt. Und damit stellen sich natürlich ganz neue Fragen. Tatsächlich macht die CRISPR-Technologie ein Stück weit charakterliche und körperliche Eigenschaften verfügbar. Und es stellt sich die Frage, ob es legitime Gründe gibt für einen Eingriff in die Keimbahn. Und das wird zurzeit sehr intensiv diskutiert. Man kennt Sie auch als Präsidentin der Nationalen Ethikkommission als eine bestens informierte und meist auch liberale Stimme in diesem ganzen Diskurs. Gibt es Momente, wo Sie sich selbst die Augen reiben und denken, da überschreiten wir jetzt wirklich eine rote Linie, hier sollte Schluss sein? Ja, es gibt einiges, was mir Sorge bereitet. Also als 2018 die Geburt der zwei Mädchen mit gezielt verändertem Erbgut auf die Welt kamen und das verkündet wurden, da war ich auch entsetzt darüber, aber auch so Perspektiven wie ein umfassendes genetisches Screening von Embryonen in vitro, in vivo oder nach der Geburt bereiten mir Sorge oder sind zuständig für ein tiefes Unbehagen. Aber auch wenn man das Zukunftsszenario zeichnet, wonach irgendwie die Reproduktion außerhalb des Labors nur noch die zweitbeste Möglichkeit ist und man sich künstlich hergestellter Keimzellen bedient, auch das, ja, das ist befremdend. Sie sind Rechtswissenschaftlerin. Nun ist es ja so, dass das Recht eine normative Disziplin ist. Es steckt sozusagen den Rahmen, innerhalb dessen wir unser Leben frei gestalten dürfen. Geben Sie diesem Rechtsrahmen in der Schweiz insgesamt eine gute Note? Also die Schweiz steht in einer liberalen Tradition. Die persönliche Freiheit ist ein hoher Wert. Und die Frage nach der Fortpflanzung ist eine sehr persönliche, ja gar intime Frage. Wie wollen wir unser Leben leben? Das dürfen wir weitgehend selbst entscheiden. Wenn es allerdings um Konzepte von Familie, Reproduktion, Geschlecht, Elternschaft geht, dann sind die normativen Vorgaben und Annahmen nach wie vor in traditionell bürgerlichen Normvorstellungen verpflichtet. Wir leben aber in einer pluralistischen Gesellschaft mit verschiedenen Wertvorstellungen und Lebensentwürfen. Und hier braucht es doch Anpassungen. Und die entsprechenden Gesetze sind tatsächlich neu anzuschauen und reproduktive Autonomie in diesem Sinne auch neu zu vermessen. An reproduktiven Fragen kristallisiert sich in Ihrer Meinung ganz, ganz viel. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön vielmals.